Willkommen bei Mathematik macht Freunde. In diesem Video geht es um bestimmte Funktionstypen, die uns schon recht bekannt sind. Und wir sollen Funktionsgleichungen, die hier gegeben sind, mit Funktionsgraphen in Verbindung bringen. Dadurch, dass wir diese Funktionstypen schon kennen, können wir leicht anhand der Eigenschaften herausfinden, welcher Graph zu ihnen passt und welcher auf keinen Fall zu ihnen passt. Fangen wir nun gleich einmal an. Wir haben hier vier Funktionsgleichungen gegeben und wir merken uns gleich, dass a und b positive reelle Zahlen sind. Das ist hier gegeben, positive reelle Zahlen. Und wir sollen nun heraussuchen, welcher Graph zu welcher Funktionsgleichung passt. In der ersten Zeile steht gleich f von x ist gleich a mal Sinus von b mal x. Wir wissen, der Sinus von x ist periodisch. Sinus von x ist eine periodische Funktion. Das heißt, die Auswahl beschränkt sich nun auf zwei Fälle. Wir haben hier in c eine periodische Funktion und in e. Das heißt, die Möglichkeiten, die wir haben, sind c oder e. Außerdem wissen wir, dass der Sinus von 0 gleich 0 ist. Also die Funktion geht durch den Ursprung. Wenn wir uns also nun anschauen, wir haben hier wird keine Zahl dazu addiert. Das heißt, wenn x gleich 0 ist, habe ich b mal 0, dann habe ich Sinus von 0. Sollte gleich 0 herauskommen. Und a mal 0 ist auch 0. Das heißt, auch hier sollte diese Funktion f von x durch den Ursprung gehen. Wenn wir nun unsere beiden Graphen anschauen, sehen wir, dass der Graph hier bei c die Funktion nicht durch den Ursprung geht, sondern durch den Punkt 0, 1. Das heißt, der Graph von c ist schon ausgeschlossen. Gehen wir nun weiter runter, schauen wir uns den Graph, der uns hier in e angeboten wird, sehen wir, dass die Funktion durch den Ursprung geht, 0, 0. Das heißt, wir haben hier unsere eindeutige Wahl, e, und können hier e ausfüllen. Gehen wir zur nächsten Zeile. Wir haben hier f von x ist gleich a mal b hoch x. Wir sehen, dass das hier eine Exponentialfunktion ist. Für b größer als 1 wissen wir, dass hier diese Exponentialfunktion gegen plus unendlich hier ins Unendliche geht, so wie uns im Verlauf von a beschrieben wird. Gegen minus unendlich strebt die Funktion gegen 0. Das heißt, a schaut sehr verlockend aus. Das heißt, für ein b größer als 1 würden wir a wählen. Aber es gibt ja noch verschiedene andere Fälle. Was würde passieren, wenn b gleich 0 wäre? B gleich 0 ist hier nicht möglich, weil b Element r plus ist. Für b gleich 1 hätten wir hier 1 hoch x wäre immer 1, hätten wir die konstante Funktion f von x ist gleich a. Hier in den Abbildungen von a bis f finden wir keine einzige konstante Funktion f von x gleich a. Kommt nicht vor. Die nächste Variante wäre nun, also das hier ist die Variante 1, dann haben wir hier die Variante 2. Und die dritte Variante wäre nun b kleiner als 1, aber noch immer größer als 0. Wenn b kleiner als 1 wäre, dann würde die Funktion bei plus unendlich Richtung 0 streben. Und bei minus unendlich würde sie Richtung plus unendlich streben. Das heißt, so eine Funktion haben wir nicht. Wir haben keine Funktion, die, wenn wir gegen plus unendlich gehen, dass sie zu 0 strebt. Das heißt, wir bleiben, das heißt, diese Variante hier ist ausgeschlossen, weil wir so einen Graphen nicht haben, wo die Funktion bei plus unendlich gegen 0 strebt.
diese Variante ist ausgeschlossen, weil wir keine konstante Funktion sind. Das heißt, es bleibt uns die erste Variante, wo wir den Graphen a, der in a abgebildet ist, auswählen. Nehmen wir nun die dritte Zeile. Hier ist eine Funktion, f von x ist gleich a mal Quadratwurzel von x plus b. Diese Quadratwurzel von x ist besonders markant, weil wir ja die Quadratwurzel von x ist ja nur definiert für x größer gleich 0. Das heißt, hier kommen eigentlich alle Funktionsgraphen, die im negativen Bereich, so wie bei a, bei b, bei c, bei d und bei e, einen Graphen eingezeichnet haben, nicht in Frage. Die Funktion ist nur im positiven Bereich oder bei x gleich 0 definiert. Das heißt, hier können wir automatisch anhand dieser Eigenschaften den Graphen f auswählen. Zusätzlich wissen wir auch, dass die Quadratwurzel, also die Wurzelfunktion, gegen plusunendlich steigt und die Richtung plusunendlich geht. Das können wir noch überprüfen, das ist hier der Fall, die Form stimmt und somit haben wir die dritte Zeile bestimmt. Die vierte Zeile ist voraussichtlich die einfachste Zeile, f von x ist gleich a mal x plus b. Das erkennen wir sofort, das ist eine lineare Funktion. Die grafische Darstellung der linearen Funktion ist einfach nur eine Gerade. Und wir haben hier nur eine einzige Gerade eingezeichnet in unseren Möglichkeiten und das ist b. Das heißt, wir zeichnen hier ganz einfach b ein. Ich bedanke mich ganz herzlich und wünsche noch viel Spaß beim